Und in der Mitte die erste Ecke für Dynamo. Sein so ungleicher Sturmpartner Marek Pengsar, er nur 1,68. Ich sagte, drei Hochzeiten, auf denen Leverkusen noch tanzt. Den Dresdnern war von Anfang an nach Tanzen nicht zumute, Anfang an der Saison. Die Sachsen kämpfen ums Überleben durch diese 4-Punkte-Strafe. Dazu später mehr. Stevic bei der Ecke. Fischer, der lange mit dem Kopf. Ja, 4 Punkte Abzug belastet zum Start der Saison nach Unregelmäßigkeiten beim Lizenzierungsverfahren. Und die meisten hatten die Sachsen schon als automatischen Absteiger prognostiziert. Aber dann hat Dynamo in den letzten Wochen, ich sage, Sensationelles geleistet. Hier mag das Wort mal angemessen sein. 7:1 Punkte in Folge. Dieter Körten hat es gesagt, beim Meister Werder in Bremen gewonnen. VfB Stuttgart geschlagen. Das Sachsen-Derby zuletzt gegen den VfB Leipzig. Und jetzt steht die Mannschaft auf Platz 10 und hat die Hypothek mitgerechnet. 3 Punkte Abstand von der Abstiegszone. Schiedsrichter übrigens ist Hartmut Strampe, Beamter bei der Bezirksverwaltung in Lüneburg, 37 Jahre alt. Und er wird das berühmte Fingerspitzengefühl heute haben müssen bei diesen Verhältnissen. Sie kennen das. Da ist manches Rutschen ganz anders zu bewerten als bei sattem grünen Rasen. Vieles ist dann den Umständen zuzurechnen und nicht als Foulspiel zu bewerten. Schuster und Schössler zur zweiten Ecke für Bayer. Und der letzte Satz noch eben, Sie haben es eben gesehen, Dynamo Bayern mit 2:1 rausgekegelt. Und jetzt träumt man schon so ein bisschen in Richtung Pokal. Schuster. Wieder Bernd Schuster. Tschetschesow, der Russe, der zurzeit die besseren Karten hat bei Siegfried, den alle nur Siegi nennen, hält, als René Müller. Held sagt, die Bundesliga ist sportlich wichtiger, aber Torjäger Marschall zum Beispiel drückt es so aus. Jetzt Bayern, die Bayer schlagen dann im Halbfinale am liebsten Werder im Heimspiel. Und dann heißt es Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Kirsten. Thom. Mit dem Dragoslav Stepanovic sich besonders viel Mühe macht. Er soll endlich links außen spielen. Die Rückkehr zum alten Außenstürmersystem. Ein Mittelstürmer, Kirsten, rechts Sergio, links Thom. Denn Tore fallen meistens über die Flügel. So Stepanovic. Und wir alle kennen den Satz, sie spielen zu wenig über die Flügel. Wir klagen es alle ein. Und jetzt macht er es. Thom treibt es aber doch immer noch in die Mitte. Sergio. Kirsten, das Tor. Niemals. 2 Meter Entfernung, Tschetschesow, die zweite schon dicke Chance für Leverkusen, das Ganze in der 8. Minute und vorbereitet über den Flügel, allerdings hatte auch Mario Kern noch das Knie dazwischen, deswegen der Ball abgesprungen. Übergewicht für die Gäste in diesen ersten Minuten. Und die Kontermöglichkeit vielleicht für die Sachsen. Bei ihm ist Christian Wörns. Aber Wörns und Melzig, die beiden Manndecker, sollen nicht stur jeweils hinter einem Mann herlaufen, sondern übernehmen.
Piotr Novak. Pengsa. Der Mann in Dresden in diesen Tagen, der Liebling der Massen, Trainingsweltmeister hat man ihn in Frankfurt geschimpft schon und zum Nulltarif von hierher dann ausgeliehen, weil er eben am Main gegen die anderen Ausländer keine Chance hatte. Und jetzt schießt er die entscheidenden Tore in Bremen gegen Leipzig und auch das erste gegen die Bayern hier im Achtelfinale. Mitch. Die langen vorne verlängert. Schöner Schuss von Matthias Mauksch. Ist jetzt im linken defensiven Mittelfeld. Wir sehen es nochmal. Und solche Aufsätze auf diesem Boden. Ganz, ganz gefährlich. Spielt eine Zeit lang Libero, ist jetzt aber im linken defensiven Mittelfeld, so sie gehält, viel wertvoller. Und Hans-Uwe Pilz spielt letzter Mann, der Techniker mit der Nummer 10. Novak, zweiter Sieger gegen Ralf Becker. Mitch. Pilz. Novak. Die Leverkusener in Bestbesetzung bis auf den Rumänen Lupescu, der gelb-rot gesehen hat in Augsburg. Die Dresdner ihrerseits zum fünften Mal schon in derselben Aufstellung. Und nur eben, weil die Stürmer Jenig und Rösler Langzeitverletzte sind, bekam Pengsa überhaupt die Chance, der ja eigentlich Mittelfeldspieler ist, sich als Torschütze vom Dienst zu entpuppen. Gesagt, da hat Olaf Marschall gegenmäßig den Ellbogen zur Hilfe genommen. Und nach Melzigs Nase zu urteilen, hat der Schiedsrichter das richtig gesehen. Kirsten. Fischer. Fängt's ab. Ein Wusler. Marschall. Spätestens jetzt sind sie quitt. Nasenbluten deutet Melzig an. Freistoß Miroslav Stevic. Der Serbe, der von Grasshoppers Zürich gekommen ist. Mitch. Bin gespannt, wie die großgewachsenen Spieler, die schwereren, so wie bei Leverkusen, Fischer zum Beispiel, und auf der anderen Seite eben Marschall, auf diesem Boden, der Schnee so etwa 2 Zentimeter hoch, zurechtkommen. Auch Bernd Schuster, der ja nicht zu den Leichtgewichten zählt. War nicht schön, was Thomas Rath da eben gemacht hat.
Und die gelbe Karte finde ich zu Recht. Denn den Ball wollte er eben nicht spielen, sondern er ließ Schuster schlicht auflaufen. So sieht's aus. Auch diese Zeitlupe macht die Sache nicht schöner. Also gelb in Ordnung. Gespielt jetzt 14 Minuten, immer noch 0:0. Die ersten beiden dicken Chancen hatte Bayer Leverkusen. Jetzt befreien sich die Sachsen. Pfeift der Foul, meldet sich, rutscht in den Ball rein. Ich sag's ja, wir müssen alle mit dem Schiedsrichter gemeinsam die Szenen hier ein bisschen vorsichtiger bewerten. Hier ging mir die Aktion eindeutig zum Ball. Aber vielleicht hat Schiedsrichter Strampe nach den letzten zwei, drei Nicklichkeiten das Gefühl, ein bisschen für Ruhe sorgen zu müssen. Und ein bisschen zu dämpfen den Enthusiasmus der beiden da unten. Schöner Pass von Melzig. Und Sergio bleibt an der Linie. Zum höchsten Vergnügen seines Trainers. Kein Abseits, Pengser. Da hat er ein Phantom gesehen, da war niemand mitgelaufen. Eine ähnliche Situation war wie beim 1:0 gegen die Bayern. Auch da lief er allein auf den Torhüter zu. Da blieb aber ruhiger. Ein wunderschöner Pass. Kein Abseits. Und jetzt muss er irgendwas gesehen haben, Fata Morgana. Ich weiß nicht, ob es das gibt. So gut sind meine physikalischen Kenntnisse nicht im Winter. Mitch. Franco Foda. Einer der feineren Techniker. Und das war Matthias Mauksch. Weitschüsse, Direktschüsse. Das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Auf solchem Boden mit Sicherheit ein prima Mittel. Ball gesperrt, in Liegen gespielt, deswegen weiter. Schuster, schöner Pass auf Kersten. Kerstens zweite dicke Chance. Das Ganze in der 18. Minute. Mario Kern hat viel Probleme mit ihm.
Wieder Kirsten. Kurz vor Kern am Ball. Erntet natürlich hier Pfiffe. Es ist einiges an Brisanz in diesem Spiel auch drin. Auch was Ulf Kirsten angeht. Er hat ja jahrelang hier gespielt. Und prozessiert jetzt mit Dynamo noch wegen einer ausstehenden Geldsumme. So sagt er. Und kürzlich ist das neue Dynamo-Buch erschienen und darin wird die Stasi-Vergangenheit des Nationalstürmers detailliert beschrieben. Also es ist keine Heimkehr, etwa mit viel Sentimentalität. Marschall. Mitch. Marschall bewegt sich sehr viel, fehlt natürlich jetzt aber als Kopfballspieler mit seiner Größe da vorne. Und selber flanken und dann auch noch reinköpfen. Ist meines Wissens noch nicht vorgekommen. Schick gemacht von Kmetsch, der mir sehr gut gefällt bisher. Tut viel für die Offensive auch. Thom in der Mitte, wo es eng wird. Gegen ihn spielt übrigens Detlef Schössler. Thom sagt, das ist das schmutzigste Duell in der Bundesliga. Schössler würde treten, kneifen, was auch sonst immer. Schössler seinerseits sagt, er freue sich immer wieder auf dieses Duell und das hat Tradition. Schössler kam 89 vom 1. FC Magdeburg hierher und Thom spielte ja früher bei Dynamo Berlin in der DDR-Oberliga noch. Die beiden kennen sich und hatten lange Jahre Zeit, diese kleine Intimfreundschaft zu schließen. Fischer gegen Marschall, der viel nach hinten arbeitet auch. Und Dragoslav Stepanovic ruft permanent die Seinen auf, nach vorne zu spielen. Da sehen Sie es. Das ist das neue System, das er ihnen einbläuen möchte. Bei Ballbesitz sich sofort nach vorne zu orientieren, Pressing zu spielen. Über außen. Eine sehr kraftaufwendige, kraftzehrende Spielweise. Aber wenn sie klappt und wenn es mal drin ist und die Spieler genug Luft haben. Wunderbar. Mario Tolk mit. Ein Name, der Ihnen vielleicht nicht so geläufig sein wird. Von dem aber Stepanovic sagt, er sei technisch einer der großartigsten Spieler, die er je gesehen hat. Vergleichen mit Doll. Kmetsch. Von beiden gut gemacht. Kmetsch und von Vollborn. Minute. Wir notieren eine dickere Gelegenheit für die Sachsen.
Da sehen Sie es, Wörns, dann den Richtungswechsel gegen den Ballführenden, ist ganz schwer auf dem Boden. Und ich bleibe dabei, Kmetsch, einer der auffälligsten. Nase blutet nicht mehr, sieht nur so aus jetzt, aber bei Kälte ist das auch besser. Das stoppt dann schneller. Kmetsch, immer wieder der Sieger. Und Rüdiger Vollborn gehört ja schon mit Verlaub zum Betriebskapital von Bayer Leverkusen. Seit 81 ist er bei dem Verein. Der letzte verbliebene UEFA-Cup-Sieger aus dem Jahre 88. Damals hieß der Trainer Erich Ribbeck. Vielleicht erinnern sich manche noch. Pilz. Spielt lieber um die Nummer 10 und war ja auch lange Jahre Spielmacher, auch bei Fortuna Köln in seiner Zeit, und wollte es auch hier sein. Mittlerweile ist er 35 und spielt einen hervorragenden Libero. Pengsa. Abseits angezeigt. Ja, jetzt hat es Schiedsrichter Strampe gesehen. Pengsa beim Abseits. Kirsten. In der Luft hat der lange Mario Kern, 1,85 groß, natürlich Vorteile. Thom. Novak. Abseits. Knapp eine halbe Stunde gespielt. Die zwei dicksten Chancen des Spiels bisher hatten der Leverkusen in der Person von Ulf Kirsten. Aber wenn man die Spielanteile gegeneinander aufrechnet, dann sehe ich ein dickes Plus bei den Dresdnern jetzt. Zumal in den letzten 10 Minuten. Sie spielen schlicht und unkompliziert. Das erfordert auch Mut, auch für technisch beschlagene Leute, aber achten Sie mal drauf, zum Beispiel Hans-Uwe Pilz, der juchzt die Kugel dann auch schon mal schlicht und ergreifend nach vorne, weil es eben zu riskant ist, auf diesem Boden klein-klein zu spielen. Und wer den Mut hat, schlicht und unkompliziert zu spielen, der hat hier die besseren Aussichten, glaube ich. Nicht ungefährlich. Hier wird aus einer versuchten Flanke, aus diesem Freistoß, plötzlich ein Torschuss. Der Ball springt auf, aber Vollborn sicher soweit. Ralf Becker, er spielt für Lupescu.
Novak, Mauch, Marschall. Und immer wieder aus dem Mittelfeld zieht einen der Manndecker, entweder meldet sich in dem Fall hier Wörns, nach draußen. Mauch. Aber ich wiederhole mich, wenn Marschall nicht in der Sturmspitze ist, sind hohe Flanken vielleicht nicht ganz das Richtige gegen die langen Leverkusen da hinten. Ja, hätte ich gepfiffen, und zwar für die Dresdner. Das war für mich eindeutig unterbaut. So haben wir das wenigstens früher genannt. Der lange Kahn ging zum Ball. Kirsten, glaube ich, war es. Machte den Puckel krumm. Schuster. Und Andreas Fischer. Bei Mauch benutzt natürlich auch die Hände. Sollte er nicht oft wiederholen, denn sonst kann Hartmut Strampe nicht anders. Jetzt bin ich gespannt, was es jetzt gibt. Schuster kriegt die rote Karte gegen Mauch. Nein, gegen Thomas Rath war es. Da sind den blonden Engel, wie sie ihn lange genannt haben, die Sicherungen durchgeknallt. Das Ganze in der 32. Minute. Bernd Schuster sieht rot für eine Tätlichkeit. Und da gibt es nicht lange zu diskutieren drüber. Da sehen wir es am Bildrand rechts. Ein bisschen unrühmlich das Ganze. Natürlich wird er eine gekriegt haben vorher im Zweikampf. Vielleicht auch überhart. Aber das rechtfertigt, weiß Gott, nicht eine solche Reaktion. Da sehen wir es. Da hinten am Bildrand. Ja, das steht dazu. Ganz simpel. Rath hatte ihn gehalten. Dafür kann man Gelb geben. Aber dieser Schwinger aus der Drehung. Erhöht die Aussichten des Pokalverteidigers, weiß Gott nicht. Und mit Schuster fehlt den Leverkusen ja hiermit nicht etwa ein Zählkandidat, sondern ein ganz wichtiger Baustein in ihrem System. Wunderbar gespielt. Sergio in der Mitte. Kirsten kommt jetzt nach innen. Oh, da sieht Mario Kern alles andere als gut aus. Kirsten macht einen kurzen Sidestep. Schauen Sie mal, jetzt sucht Kern hier die 6 unten. Und die Sache ist längst erledigt. Die dritte Chance nun für Kirsten, aber seien wir fair, ganz schwer zu nehmen. So ein Ball kam etwas zu hoch. Kern mit seinen 1,85 hat doch Standprobleme gegen den
eher klein gewachsenen oder kleiner gewachsenen, wendigen Ulf Kirsten. Pilz. Stevic hat einen guten Schuss. Und Schauspieler ist nicht seine Stärke. Kirsten. Thom. Also der Pilz steht Gold richtig da hinten. Novak. Der Linksfuß. Kmetsch. Pengsar. Aber mit gestreckten Beinen voraus ging er da zum Ball und traf Vollborn. Gehen wir aus der Nähe jetzt. Ein bisschen übertriebener Einsatz von Pengsar. Und mir scheint, dass Pengsar da mit dem Kopf auf den Boden aufgeprallt ist und Rüdiger Vollborn eher mit dem Gegenteil. So ist es. Da trifft Vollborn Pengsar noch mit dem Fuß am Kopf. Aber unbeabsichtigt. Kirsten, verfolgt von Kern und gefoult von Kern. Auch die beiden kennen sich in- und auswendig. Kern ja seit 81 schon bei Dynamo Dresden. Kirsten bis 1990 hier. Thom. Stevic. Der Ball wieder runterkommt, dann ist wirklich Schnee drauf. Thom. Und es gibt Eckball Nummer 3.
Justin Sergio. Kein glücklicher Pass, alle in der Vorwärtsbewegung. Also wer ein bisschen mehr im Fußball drin ist, der weiß, dass es nicht einfach nur ein Rechenexempel ist. Also 11 gegen 10 und schon hat man mindestens 10% Vorteile. Das ist manchmal viel schwerer zu spielen gegen einen Mann weniger. Weil es ja meistens auch einen Trotzeffekt auslöst bei der Mannschaft in Unterzahl. Ich glaube, vor 2 Jahren war es ähnliche Situation. Leverkusen, damals wurde Franco Foda vom Platz gesteckt gegen Gladbach. Und dennoch kam Leverkusen damals weiter im Elfmeterschießen mit 10 Mann. Kmitsch. Stivic. Kleiner Schneewalzer mit Foda. Eine Ecke. Springt heraus zu spielen noch knapp 5 Minuten in dieser ersten Halbzeit. 0:0. Miroslav Stevic. Abseits kam Stevic nicht früh genug zurück. Fast alles hier über die rechte Seite. Olaf Marschall, geborener Sachse, aber Sigi Held hat ihn mitgebracht. Aus Wien von Admira Wacker. Er erzielte das entscheidende 2:1 gegen die Bayern. Der Kopfball stark, trotz seiner Größe, sehr wendig, technisch guter Mann. Rad, gelernter Stürmer, kam von Hertha BSC Berlin. Schössler. Völlig richtig hat Rath sich erst Fischers entledigt mit dem Arm und war dann erst zum Kopfball gegangen. Kann man so sehen, es sei denn, man heißt Paulo Sergio in diesem Fall. Machte ja kürzlich sein 14. Länderspiel in Köln für Brasilien beim 1:2. Der Leverkusener Gelegenheitskauf von Corinthians Sao Paulo. Tolk mit, Thom. Becker. Abgefälschter Ball noch von Pilz. Das ist ein ganz interessanter Junge, Ralf Becker, Vertragsamateur. Neu zu Leverkusen gekommen vom TSF Ditzingen. Ein Schwabe.
Stepanovic sagt, der Junge ist laufstark, er ist diszipliniert. Ein ganz, ganz großes Talent. Boom. Nochmal. Schössler. Vorne Penxer gegen Werns. Slowake, sein Heimatclub heißt Dukla Banská Bystrica. Habe ich so lange geübt, jetzt will ich es auch mal loswerden. Slowak. Viel Zeit bleibt auf dem Boden nicht, den Ball anzunehmen. Fischer kommt über die Hürde, Sevic. Tom. 45 Minuten sind vorbei. Zwei, dreimal wurde behandelt. Eine Zeit lang musste man sich mit Bernd Schuster beschäftigen, sodass diese Ecke wohl noch ausgeführt werden wird. Es ist die fünfte. Auf die hätten wir nicht zu warten brauchen. Also das Ganze ist natürlich hier keine fußballerische Gala-Vorstellung. Das kann es auch nicht sein. Vielleicht haben wir die Schneebälle. Andreas Thom. So irritiert kann es auch auf diesen Bodenverhältnissen nicht sein. Es ist diese schlichte Art Winterfußball, über den man lang philosophieren kann. Und mancher meint, das gehört abgeschafft. Der DFB sagt, er gehört nicht abgeschafft, sondern es gehört gespielt. Und dann wird eben gespielt und dann wird so gespielt. Und es steht 0:0. Leverkusen hatte 2-3 ganz dicke Chancen. Dresden dafür mehr vom Spiel. Nach der 32. Minute oder seit der 32. Minute die Leverkusener nur noch mit. Ich hoffe, dass er rauskommt und uns erklärt, was da war, was dem Foul, dieser Tätlichkeit, die es ja offenbar war, vorausgegangen ist. Wir müssen einen Augenblick warten. Unterdessen gebe ich mal hoch zum Marcel Reif und ich melde mich dann, sobald ich ihn habe. So, Sie sehen es, die Dresdner schon in freudiger Erwartung der zweiten Halbzeit auf dem Platz. In Leverkusen wird, oder nein, in der Leverkusener Kabine wird offensichtlich noch beratschlagt, wie man es denn nun angeht. Ohne Bernd Schuster mit nur 10 Mann, für die später dazugekommen sind. Es steht 0:0 und nach 32 Minuten wurde Bernd Schuster wegen einer Tätigkeit nach draußen geschickt. Manager Kalmund beobachtet das Ganze jetzt bei den Kollegen da unten. Prament, aber in dem Moment, das war der Spieler, der hat man schon 10 Minuten vorher fast das Bein durchgedreht gehabt und deswegen war das schon nicht so einfach. Danke. Okay. Marcel, jetzt geht wieder weiter um. Natürlich sind solche Darstellungen immer subjektiv gefärbt. Es wäre ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Also er hat Bernd Schuster immerhin nicht abgestritten, dass man das Ganze als Tätigkeit werten kann. Und die Letzten beißen meistens die Hunde. Natürlich gehen solchen Sachen Nicklichkeiten voraus. Aber Bernd Schuster ist 33 Jahre alt. Hat mit Atletico Madrid, mit Real Madrid und FC Barcelona große Titel gewonnen. Ist in Spanien schon eine lebende Legende. Hat viel Erfahrung. Müsste, sollte in einer solchen Situation etwas ruhiger reagieren, hat er nicht getan. Also Leverkusen von links nach rechts mit 10 Mann jetzt die logische Konsequenz. Sergio. Bills. Prima Libero bislang. Stevic. Er tut am meisten für die Offensive zusammen mit ihm, mit Sven Kmic. Marschall. Bei ihm Jens Melzig. Sprechchöre der etwa 20.000. Freistoß, keine Frage. Abgefälscht, Ecke.
Andreas Thom. Einer von 6 Pokalverteidigern auf dem Platz heute. Bayer gewann ja gegen die Amateure von Hertha BSC 1:0 im Sommer, Frühsommer. Eckball Nummer 4. Beide Mannschaften ansonsten im Übrigen in unveränderter Aufstellung. Entweder Freistoß, in dem Fall wäre es für Leverkusen gewesen, wegen Drückens von Rath, oder aber Eckball. Also jetzt auch 5:5 Ecken, ausgeglichen dieses Verhältnis. Mitch, von hinten kommt Kirsten. Schössler, Marschall, der Lange. Ja, Lange den Ball aufticken lassen im 5-Meter-Raum. Ist keine gute Idee. Und Melzig machte dem Zauber ein Ende. Und so trainieren wir in aller Ruhe sächsische Ecken. Stevic. Vielleicht der beste Mann auf dem Platz bislang. Da kommt Sigi Held ins Bild. 66 neben Uwe Seeler spielte er im WM-Finale in London. 1970 neben Gerd Müller wurde er WM-Dritter in Mexiko. Sergio. Das Trainerexamen bestand er mit der Note 1. Seine Station in Deutschland, Dortmund, Schalke, Münster und Uerdingen. 81 verabschiedete er sich dann aus deutschen Landen. Wurde Nationaltrainer in Island, danach technischer Direktor bei Galatasaray Istanbul vor Kalli Feldkamp noch. Und landete schließlich dann bei Admira Wacker Wien und hatte dann, wie er uns heute sagte, Heimweh. Gehört zu den stillsten im Lande. Er sagt aber, es ist nicht meine Aufgabe, den Journalisten die Blätter voll zu reden. Und er weigert sich auch rumzuhampeln draußen auf der Linie, an der Linie. Auf die Frage, warum gerade Dresden, als er nach Deutschland zurückkam, sagte er, weil AC Mailand, Real Madrid und der FC Barcelona nicht angerufen haben.
Kirsten. Penzer bei Foda und Werns. Und die nächste Ecke. Er wäre fast in Leverkusen gelandet. 1992 hatte sein Vater schon einen Vertrag bei Bayer unterschrieben. Frankfurter mussten ihn dann für 250.000 Mark rauskaufen. Und jetzt hat er bis 96 Vertrag bei der Eintracht. Dort aber die Ausländerplätze hervorragend besetzt. Er würde gerne hier bleiben. Stevic. Und es ist wieder Eckballzeit. Jetzt eine kurze Ecke sozusagen. Bringt auch nichts. Drückt mit. Kann auf einem Bierdeckel fünfmann schwindlig spielen. Thom. Da ist Novak vorbeigerutscht. Thom. Und Tscherchesow. Mitch, die erste bemerkenswerte Möglichkeit wieder für Bayer nach längerer Zeit. Dieser Schuss eben von Andreas Thom. Pilz. Foda. Rad zugelangt gegen Thom. Unterstellen wir ihm, dass er. Nein, da ist nochmal die Chance von Andreas Thom, der Schuss. Ich dachte, das käme dieses Foul eben. Unterstellen wir Rad das Bemühen um den Ball. Das sind etwa 35 Meter. Sergio Thom. Becker. Querschläger. Oha. Erste Unsicherheiten in der Dynamo-Abwehr. Tolk mit. Hätte beinahe profitiert. Oder? Stevic. Penzer. Hübsch diese kleinen Doppelpässe, aber schwierig auf dem Boden. Marschall Rath, aufgestützt. Er soll den offensiven Novak und Stevic den Rücken frei halten. Fast so etwas wie ein Libero vor der Abwehr, Kopfball stark. Thomas Rath, der 92 von Hertha BSC hierher kam, ich sagte es vorhin, gelernter Stürmer. Marschall und Beach. Den Tolk mit viel öfter hinterher muss als andersrum. Pünxer. Wieder Kmetsch. Er macht fast alles richtig.
Mario Kern. Fischer. Becker, Tolk mit auf der Bank. Jetzt ja auch noch René Rydlewicz. Junge Spieler, die bis vor kurzem kaum nur Experten beläufig waren. Also Stepanovic bleibt seiner Linie treu, die er ja schon in Frankfurt praktiziert hat. Er macht älteren, etablierten Dampf im wahrsten Sinne des Wortes und nicht nur mit Rauchwaren, sondern mit jungen Spielern. Novak. In der Mitte Marschall und Pengsa. Aber der deutschstämmige Pole visierte das kurze Eck an. Und im September, während der Saison schon von Young Boys Bern. Ich sagte deutschstämmig, belastet also nicht das Ausländerkontingent. Robert, Dynamo kommt. Matthias Bauksch, einen langen Einwurf. Eckball Nummer 10. Und den wird treten Piotr Novak. Eine Stunde ist gespielt, 0:0. Und Dynamo zu Beginn dieser zweiten Halbzeit mit Übergewicht. Gleich gibt es den ersten Wechsel bei den Sachsen. Nils Schmäler wird kommen, der ehemalige Stuttgarter. War lange Zeit verletzt, heute erstmals wieder auf der Bank. Und gleich auf dem Platz. Pengsa gegen zwei. Schüssler. Novak, haben Sie gesehen, wollte er gerade durchladen sozusagen zum Schuss und rutschte dann mit dem Standbein weg. Wechsel angedeutet. Schmäler wird kommen und hinausgehen, wird Thomas Rath mit Gelb belastet. Schmäler von ähnlicher Statur, 1,85.
Nachricht von unten von der Dresdner Bank. Rad verspürt ein Ziehen im Oberschenkel. Deshalb also eine therapeutische Auswechslung. Man will Schlimmerem vorbeugen. Vollborn. Drei Elfmeter hat er in Augsburg gehalten und dem Pokalsieger eine Blamage erspart beim Oberligisten. Und Elfmeterschießen gäbe es ja hier auch, das wissen Sie. Bleibt es unentschieden, 0:0 womöglich nach 90 Minuten, dann wird zweimal 15 Minuten verlängert. Steht dann kein Sieger fest, dann wird Elfmeter geschossen bis zur Entscheidung. Tom. Gegen Stevic. Bringt die Flanke rein. Fischer. Der russische Nationaltorhüter. Mit wenig Problemen. Mitch. Hengsa geht. Bei ihm meldet sich. Früher am Ball. Sauber. Jetzt kriegt Melzig den Freistoß. Versucht der Querpass, Pilz rutscht aus, Kirsten, Mauchs rutscht aus. Und die Riesenchance für Sergio. Das Ganze in der 66. Minute. Von der Hacke von Pilz springt der Ball hoch und Sergio völlig frei. Er gibt die Chance. Stevic. Gut gemacht. Im Strafraum gegen Foda. In den Strafraum kommen, alleine gehen, ist man immer im Vorteil auf diesem Boden gegen einen Abwehrspieler, der gezwungen ist, Hopp oder Dopp zu spielen. Und schnell ist ein Elfmeter gepfiffen. So, aber die elfte Ecke wenigstens. Vollborn tadellos. Kirsten Fischer. Turm geht rechts. Sergio ist nach links rüber gewechselt. Fischer, Thom. Schössler bleibt bei Thom, geht also mit auf die andere Seite. Abschuss. Geschickt fängt er auf diesem Boden. Drüben ist Milch frei. Aber das war ein Pass mit Ankündigung. Und dazwischen Tolk mit. Kirsten gegen Pilz.
Sevic, rechts geht Schössler. Links Novak. Novak. Hatte den Ball auf dem linken Fuß, wollte aber noch mal spielen. Mauch ganz frei hier auf der linken Seite. Jeder Ball muss genau in den Lauf kommen. Kurze Haken, kurze Richtungsänderungen, praktisch unmöglich. Und je später der Abend, desto niedriger die Temperatur jetzt hier im Rudolf-Harbig-Stadion. Das Ganze wird auch noch glatter da unten. Novak, Sevic, Kirsten Ackert. Und Störmanöver mit Erfolg, Thom. Thom. Folgt mit Becker. Erfolg von Schmäler. Tschetschesow. Noch einmal die Szene, Tolkmit. Becker flankt schnell und Tschetschesow machte die ersten 5 Spiele, als er hierher kam. Dann musste er zur Nationalmannschaft. René Müller war wieder unumstritten die Nummer 1, verletzte sich dann, Hüftprellung. Tschetschesow spielte gut und ist jetzt Stammtorhüter. Und Sigi Elzer, solche Probleme, dass ich aus 2 Guten auswählen kann, mir lieber als alle anderen. Und alle betonen hier die gute Kameradschaft, die gute Stimmung in Dresden. Klar, wenn die Erfolge kommen, wenn man trotz der Hypothek von -4 Punkten so gut dasteht jetzt. Becker. Aber nach langen und fetten Schlagzeilen, negativen Schlagzeilen, Dynamo endlich wieder ein Hoffnungsträger. Und ich glaube nicht nur dieser Region Sachsen hier, sondern für den Ostfußball insgesamt. Hengsa im Duell, im Sprintduell gegen Melzig, der ist schnell genug. Ich will hier keinen Ost-West-Bruch wieder daherreden, aber Leipzig Tabellenletzter. Jetzt kündigt sich ein Wechsel an. Stepanovic wollte, eben hat er angedeutet, wechseln. Abball für Becker, der sich hier wehgetan hat, ein Pferdekuss. Oder sogar das Knie. Becker ist viel gelaufen, hat viel gearbeitet. Und so kommt ein Mittelfeldspieler für einen Mittelfeldspieler. Pavel Hapal, 19-maliger Nationalspieler der CSSR und dann CSFR. Von 92 von Sigma Olmütz zu Bayer Leverkusen.
hervorragende Techniker, Happal. Und sorgt gleich für Wirbel. Etwas mehr als eine Viertelstunde noch. Einen Kantersieg wird es nicht mehr geben, weder für die einen noch für die anderen, das wage ich mal vorherzusagen. Im Gegenteil, wer jetzt ein Tor schießt, ist ganz, ganz nah am Halbfinale. Denk's an. Marschall. Alles jetzt in der Hälfte der Leverkusener. Schön gesehen von Pilz. Mauksch. Ganz hübsch, aber doch vorwiegend für die Galerie, Marek Pengsam, mit dieser artistischen Einlage. Links Udo Klug, der Manager von Dynamo. Früher Trainer, wenn ich nicht der auch mal Trainer von Sigi Held in Offenbach. Pengsa, Schössler, Kmitsch. Pengsa. Ecke. Also vorher sagten alle, auch die Dresdner, natürlich sind die Leverkusener die spielerisch stärkere Mannschaft. Aber so allzu große technische Defizite habe ich da nicht gesehen bisher. Denksa, Stevic, Kmitsch. Spieler. Teil Stevic, Kmitsch. Tom, da ist er schnell mit Ball. Sergio am Ball ist, zeigen einige Zuschauer, dass sie in der Evolution der Primaten noch ganz nah dran sind am Affen. Tom Fischer links, viel Platz, der Libero muss hin, Pilz, 1 gegen 1, ja, das ist das, was ich vorhin meinte, vielleicht sehen wir es gleich mal in der Zeitlupe. Fischer jedenfalls ist felsenfest überzeugt, er müsste einen Elfmeter kriegen. Und so ganz falsch liegt er vielleicht nicht, aber das ist es. Auf dem Boden 1 gegen 1. Ich mag es von hier aus nicht entscheiden. Hat er sich da selber eingehakt? Müßig, denn Schiedsrichter Strampe hat nicht gepfiffen.
Josic Marschall. Dann meldet sich gut aufgehoben. Also spannend das Ganze allemal. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, die Entscheidung reift heran. Stevic mit der 14. Ecke für Dynamo. Mitch, Pilz, Schössler, letzter Mann. Jenseits der Mittellinie, wohlgemerkt. Stevic. Und wer es nicht mitgekriegt haben sollte, Schuster, nur noch Zuschauer. Das Ganze seit der 32. Minute. Rote Karte. Das war die Idee. Auch nicht nur der Oberschenkel von Rath. Schmäler ist in der Defensive stark, aber auch im Kopfball. Die letzten 10 Minuten haben begonnen. 0:0. Christian Burns. Mit 21 Jahren hat er schon 4 A-Länderspiele, seit 91 bei Bayer Leverkusen kam, von der SV Waldhof Mandecker Akademie. Mitch Stevic. Hengster gegen Fischer. David gegen Goliath. Also das ist so ein Instinktfußballer. Schauen Sie mal, was er da macht. Die wachsen nicht auf den Bäumen, gibt es ganz selten. Und die machen den Zuschauern einen Heidenspaß. Weil es ihm selber Spaß macht und weil es zeigt. Stevic jeden Freistoß schießt er. Beide Mannschaften die ganze Höhe des Platzes. Hengster. Stevic wollte ich sagen, dazwischen Polk mit. Hengster. Thom. Ja, nur den Ball gespielt. Auch wenn er Thom da getroffen haben sollte. Milch. Vielleicht den Einsatz von Kmetsch hätte man pfeifen können, aber das, was Marschall da gemacht hat, nach meinem Verständnis sauber. Stevic. Kmetsch. Macht ein Riesenspiel. Sven Kmetsch, 23 Jahre alt.
Pilz. Thom. Thom. Novak. Dorin Novak. Foda immer wieder, sogar vor dem Strafraum bei Stevic. Spielen fast ohne Libero, fast auf einer Linie da hinten. Seit Schuster draußen ist. Foul. Und jetzt holt sich Ulf Kirsten eine blutige Lippe. Manndecker mal wörtlich genommen. Fünf Minuten noch. Thom gegen Novak. Apal. Thom. Tschetschesow. Oh, den Ball konnte er in Ruhe anvisieren. Aber da auch Tschetschesow freie Sicht hatte, wollten beide was fürs Renommee tun. Abseits. Wie sagt man immer, optisch Dynamo überlegen. Aber in der gesamten zweiten Halbzeit dicke, fette Torchancen rausgespielt haben sie sich nicht. 11 Ecken, glaube ich, allein in dieser zweiten Halbzeit. Fischer. Novak vorbei an Hapal. Vorbei an Tolkmit. Gebremst von Foda. Stevic. Jetzt ist Platz links. Mauch. Einwurf gibt's. Novak, Fischer mit dem Körper dazwischen. Handspiel, Ball sprang hoch. Es riecht nach Verlängerung. Novak. Mitch. Was immer Sinn macht im Spiel von Dynamo, geht meistens von ihm aus. Und weil es ja schon eine rote Karte gegeben hat, ich sag's gern, gerade für diese schwierigen Bodenverhältnisse ein doch sauberes Spiel. So ein paar Nicklichkeiten, aber richtig bös, richtig giftig war es eigentlich kaum.
Schmidt. Mauksch. Seit 76 schon bei Dynamo Dresden. Eigener Nachwuchs. Nach meiner Uhr läuft die letzte Minute. Die Leverkusener orientieren sich ganz eindeutig nach hinten. Jetzt heißt es, die letzten Sekunden überstehen. Stevic folgt mit. Milch beim Einwurf. Marschall aufgespitzt, gedrückt. So, jetzt sind bei mir 45 Minuten um der zweiten Halbzeit. Der Rest ist ein bisschen Nachspielzeit. Und da pfeift Hartmut Strampe ab. Jetzt wird ein bisschen gepflegt, durchgeatmet. Wir sind gleich wieder hier. Zunächst einmal ein Spot in ganz wichtiger Sache. Bei uns seit 4 Monaten hier in Dresden. Harte Zeiten? Ja, kann man schon sagen. Hier ist sehr viel noch nachzuholen und zu bewältigen. Aber durch die letzten Erfolge sieht es natürlich bei uns alles ein bisschen positiver aus. Was ist denn jetzt hier noch zu bewältigen? Ja, wir haben bis jetzt nicht die Überzahl ausnutzen können, die wir schon über eine Stunde haben. Und ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt vielleicht das fertig bringt, die Überzahl zu nutzen, die Räume besser aufzuteilen und vielleicht dann auch das Siegestor zu schießen, was wir brauchen. Sie waren lange genug Trainer. Haben Sie das Gefühl, es ist ein Vorteil, dass Ihre Mannschaft mit 11 und die anderen nur mit 10 spielen? Ja, es ist ja oftmals schon so gewesen, dass es kein Vorteil ist, weil die meisten Spieler glauben dann, sie wären der überzählige Spieler und dann stimmt die Ordnung im Spiel nicht mehr und das ist wichtig, dass wir da hinkommen. Gell? Inzwischen kommt auch Ihr Präsident, Herr Bayer Otto. Ganz kurz noch einen Satz. Welchen Eindruck nehmen Sie jetzt mit in die Verlängerung? Ich denke, wir bringen das Ding nach Haus. Wir sind gut drauf. Unsere Mannschaft hat so viel Kämpferherz. Ich glaube, dass wir mit diesem Glück als Sieger vom Platz gehen. Dann wollen wir mal sehen. Marcel Reif, ich gebe wieder hoch. Es geht gleich weiter. Danke. So, also 2x15 Minuten wird jetzt verlängert. Natürlich geht dieser Boden auch in die Knochen, kostet Kraft. Und bei aller Ordnung oder Unordnung, die Udo Klub eben beschrieben hat, und bei allen psychologischen Vor- und Nachteilen, wenn man mit einem Mann mehr spielt, eins ist klar, rein physisch müssen die Leverkusener immer für einen Mann mehr mitlaufen. Also von daher, je länger das Spiel dauert, eigentlich die Sachsen im Plus. Da war aber froh, dass er das Foul gepfiffen bekommen hat. Denn da wurde es doch ziemlich eng. Rüdiger Vollborn übrigens, Leverkusen Torhüter, war kurz in der Kabine, hat sich warme Klamotten angezogen. Denn ich sagte es vorhin schon, die Dresdner, Anführungszeichen, optisch die ganze zweite Halbzeit oder den größten Teil der zweiten Halbzeit überlegen. Aber so, dass es Rüdiger Vollborn warm ums Herz geworden wäre da hinten oder gar der Angstschweiß ihn erwärmt hätte, war es nicht. Schössler. Da
natürlich jetzt gerade für Dynamo, den ersten FC Dynamo Dresden, ganz wichtig, das Halbfinale zu erreichen. Man rechnet dann insgesamt mit diesem Spiel hier, mit einer Einnahme von den Vereinen 1 Million Mark. Ein warmer Regen, 10 Millionen ist die Schuldenlast noch. Immer wieder wurden Spieler verkauft, so zum Beispiel eben auch Kirsten Melzig und Heiko Scholz an Bayer Leverkusen. Präsident Otto, ein bisschen vollmundig, sagt er, wir waren für die immer nur die Melkkuh. Leverkusens Manager Kalmund erwiderte: Frechheit. Wir haben für diese Spieler mehr bezahlt, als sie wert waren. Irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit liegen. Heiko Scholz im Übrigen machte hier, kaum einer erinnert sich noch, sein erstes und einziges Länderspiel gegen Mexiko. Das Abschiedsspiel für Rudi Völler. Und versauerte dann bei Bayer Leverkusen nach seinem Wechsel. Und jetzt steht sein weiterer Wechsel nach Spanien, zu Atletico Madrid, kurz bevor. Mitch. Robert Schössler. Kann man auch Freistoß geben für Leverkusen. Fenster. Ja, jetzt kriegt er den Freistoß nicht. Selber schuld, Andreas Dohm. Pengsa! Pengsa! Ein Haken zu viel, zwei Haken zu viel, drei Haken zu viel. Das war nun mal gar nichts. Aber Andreas Dohm sticht der Hafer da hinten. Kirsten. Novak, Novak, rechts geht Schössler. Der Platz jetzt auch noch zerfurcht. Auf dem Boden liegt übrigens Mario Kern. Eben im Zweikampf mit durch Kirsten hat er sich wehgetan. Der Boden, der Schnee, die Schneedecke zerfurcht. Also flache Ballführung auch ganz schwierig. Getroffen von Ulf Kirsten im Liegen. Halten wir auch ihm zugute, dass es ihm um den Ball und um nichts anderes als den Ball ging. Sigi hält 7 neue, musste er einbauen. Hat Pilz zum Libero gemacht, Mauksch und Kern zu stützen in der Defensive, Marschall mitgebracht aus Wien, mit Pengsa einen Glückstreffer gelandet und jetzt plötzlich ist er hier ein ganz beliebter Mann. Dabei wehte ihm zu Beginn der Saison, als die Erfolge ausblieben, doch schon gewaltig der Wind ins Gesicht. Eckball gibt es für Leverkusen, aber Andreas Thom hat einfach keine Lust auf eine Schneeballschlacht. Holt mit. Oha. Und da ist es passiert. Sergio. Paolo Sergio. Und das Ganze in der 96. Minute. Vorbereitet von Ulf Kirsten. Und da dachte ich schon, gleich gibt es Elfmeter, denn Kern nimmt ihn hier liebevoll in die Arme. Aber Kirsten behält die Ruhe und dann tippt er den Ball kurz zu Sergio und der zirkelt ihn ins lange Eck. Nicht zu halten für Tschetschesow. So.
So, und jetzt lässt sich wieder trefflich streiten. Verdient, nicht verdient. Mit 10 Mann jedenfalls. Den Gegner unter Druck gesetzt und das Tor erzielt. Ist eh eine akademische Diskussion. Leverkusen führt. Und auch das ist eine Binsenweisheit. Bei solchen Bodenverhältnissen ist die Mannschaft im Rückstand immer im Nachteil. Denn jetzt können sich die Leverkusener da hinten hinstellen. Und die Kugel fröhlich Richtung Elbe pfeffern. Das Tor noch einmal aus einer schönen Perspektive. Jetzt genau auf uns zu. Ein weiterer Wechsel bei Dynamo. Der Stürmer Penksa geht hinaus. Und hineinkommt mit der Nummer 12 Nikica Maglica, ein Kroate. Kam vom aus Zagreb hierher. Offensiver Mittelfeldspieler. Also heute konnte Marek Penksa nicht die Akzente setzen. Sergio im Übrigen mit seinem dritten Tor in der laufenden Pokalrunde. Schössler, Mitsch. Franco Foda spielt einen klasse Libero heute. Vorteil, aber Ulf Kirsten hat da eben ganz schön hingelangt. Und das ist das Tor, Schmäler abgefälscht. Der Ausgleich war fast mehr ein Alibi-Schuss eigentlich, vielleicht sehen wir es gleich nochmal. Da fiel ihm nicht mehr viel ein. Hier, die Vorarbeit. Kern. Erst Marschall, Querschläger. Und fast mit der Pike, also mit der Fußspitze, Schmäler und Christian Wörns war's. Lenkt den Ball zum Ausgleich ins Tor. Das Ganze in der 99. Minute. Alles wieder beim Alten. Und weil der Trainer Schmäler eingewechselt hat und der das Tor gemacht hat, hat auch der Trainer alles richtig gemacht. Mitsch. Mitsch. Ekestevic. Pils kommt mit vor. Mitsch. Stevic. Maglica. Tom Sergio. Mauch, Novak.
Tor. Drei Minuten lang waren alle Trümpfe bei den Roten. Und jetzt habe ich eher das Gefühl, als neige sich das Ganze in Richtung Schwarz-Gelb. Thom. Ihn hat man nach Leverkusen geholt, Dragoslav Stepanovic, damit Leben in die Bude kommt und der Erfolg. Manager Kalmund hat es so beschrieben, wir brauchen Stepanovic als Zampano, als Clown oder als Zirkusdirektor auch. Und bald war ja auch was los. Spieler hat er als Mafiosi bezeichnet, Konflikte geschürt, Stars angemacht, wie schon in Frankfurt. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Offensichtlich hat er wieder einmal alles richtig gemacht. Und Kersten ist mir in den letzten 10 Minuten ein bisschen arg lebhaft. Bei allem Einsatz alles ein bisschen zu dicke. Hier von hinten in den Mann. Diese gelbe Karte mit Sicherheit absolut in Ordnung. Und es war nicht sein erstes Foul. Auch jenseits des Balles. Pilz mit dem Versuch Kunst dazu bieten. Kaum die Bühne dafür. Folgt mit. Also Leverkusen jetzt gehörig unter Druck. 16 Minuten noch. Und es werden lange 16 Minuten, wenn sie sich nicht befreien können. Mauch. Maschall. Zum ersten Mal kommt er so frei zum Kopfball. Und Vollborn muss sich ganz, ganz, ganz lang machen. Vielleicht die dickste Chance der Sachsen nach der ersten Halbzeit. Hat er gar nicht voll getroffen. Fast im Rückwärtsspringen. Aber sehr gut platziert. Und es ist zum zweiten Mal Halbzeit, die nämlich der Verlängerung. Vor uns liegen weitere 15 Minuten. Entschieden ist überhaupt nichts. 1:1 durch die Treffer von Sergio in der 96. Und 3 Minuten später durch Nils Schmeler. Hier noch einmal die Chance kurz vor Abpfiff dieser ersten Viertelstunde eben. Und Marschall springt hoch, Wörns bleibt unten. Riesig gemacht von Vollborn auch. Stevic und Schmeler.
Branko Foda. Er hatte einige Probleme mit Stepanovic. Und weiter geht's. Ball Sergio. Hält sich. Und weiter geht's über rechts, über Kvic und Stevic. Natürlich bleiben wir jetzt erstmal hier und dann geht es nach Freiburg und die Auslosung und Christoph Daum und Kennzeichen D gibt es dann direkt im Anschluss an diesen Fußballabend. Oder Pilz. Klitter. Eckball Nummer 18. Pilz lupft auf Novak. Torhüter haben es bei solchen Temperaturen natürlich besonders schwer, es sei denn, sie sind unter Dauerbeschuss. Kein Abseits, Kirsten. Marschall. Ah!
Freistoß, keine Frage, aber Sergio hat sich offenbar wehgetan. Gegen Mauch. Also offensichtlich auf den Fuß getreten. Aber von hier oben habe ich keine Ferndiagnose stellen. Vielleicht war es ja der Oberschenkel. Jedenfalls tut's weh. Jetzt dürfte man so minus 5 Grad haben, vielleicht sogar noch weniger. Frage ist, ob da Vereisen überhaupt noch wahrgenommen wird. Mausch. Künstlerpech, sprang der Ball auf der geräumten Mittellinie auf. Wieder anderes Geläuf. Acht Minuten noch. 1:1. Stevic, wenn er jetzt rechts hinkommt, Zugmic. Das hätte sein können. Kirsten. Thom. Fuda. Wenn es gut geht, ist es prima. Ja. Novak wusste genau, was kommt, wollte gar nicht spielen. Aber Maglica war schon unterwegs. Jetzt kriegt er gelb, weil er den Ball dennoch weggeschossen hat. Über sowas kann man streiten, finde ich. Und auf der Bank hat man sich mit Sicherheit nicht gefreut über das, was Christian Wörns da eben fabriziert hat. Also klein, klein und quer auf diesem Boden. Man kann es nicht oft genug sagen. Maglica. Meldet sich. Soweit die Füße tragen. Marschall hinter ihm her. Ein Freistoß wird er sich erflehen jetzt. Und so kriegt er ihn denn. Und kann sich wieder hinten ausruhen. Verabschiedet sich noch mit ein paar freundlichen Grüßen an einen ehemaligen Mannschaftskameraden. Freistoß Andreas Thom. Und Kern fuhrwerkt an Kirsten herum, da rechts am Bildrand. Maglica. Schöner Wechsel. Ja. Nicht auf den Ball zugegangen. Happal. Einer der frischesten müsste er ja sein. Kam ja sehr spät erst ins Spiel. Noch 5,5 Minuten. Und dann wird Elfmeter geschossen.
Fischer. Gegen Schmäler. Thom. Nicht sehr geschickt angestellt, die beiden Dresdner. Schüssler. Novak. Viereinhalb Minuten. Andreas Thom sehr auffällig im zweiten Drittel dieser gesamten Partie. Novak. Die Linie lang, Foda kommt, jetzt im Strafraum. Handspiel, aber verdeckt, konnte der Schiedsrichter, glaube ich, nicht sehen. Das Foul von Haupal allerdings war eindeutig. Und Maglica wird ihn aber auch noch am Trikot gezogen haben. Hat das Bein schleifen lassen, war nicht die feine Art. Mit Abseits. Also mir scheint, wir kosten diesen Pokalabend hier in Dresden aus bis ins Letzte. Mehr gibt ein Pokalspiel nicht her als Verlängerung und Elfmeterschießen. Novak. Marschall, Mauchs. Kein Linksfuß. Deshalb mit einer Ecke noch gut bedient. Die 20. Eckenverhältnis 20:6, 20 klingt viel. Wir sind allerdings ja jetzt auch schon in der 118. Minute. Dresden hat ja von seinen Auswechselmöglichkeiten Gebrauch gemacht. Und ich sehe, dass sich bei Leverkusen Kreh ganz schnell seiner Kleider entledigt. Seiner Kleider, seines Trainingsanzugs. Gott sei Dank. Letzte Minute. Das ist klar, warum. Es geht Richtung Elfmeterschießen. Er ist ein sicherer. Jetzt sind Spezialisten gefragt. Tolp mit geht raus. Kreh kommt rein. 30 Sekunden noch. Wenn nicht nachgespielt wird, viel Grund gibt es nicht. Gelb für Kmetsch.
Vielleicht die letzte Aktion. Kreh, der einen gefürchteten Schuss hat, aber doch Thom. Kirsten. So, das war's. 120 Minuten gespielt, zwei Tore gefallen. Auf jeder Seite eins. Das heißt also unentschieden, auch nach Verlängerung. Hier noch einmal der schöne Freistoß. Und ich gebe schnell mal runter, Dieter Körten mit Bernd Schuster. Ja, Bernd Schuster ist bei uns. Bernd, das sah so aus, als sei das Ding bereits geschaukelt. Und dann fiel doch noch der Ausgleich. Ja, ich muss sagen, wir haben heute ein bisschen Pech mit dem Schiedsrichter. Ne? Also es war schwierig zu gewinnen so. Aber wir waren in Führung und es hätte eigentlich reichen müssen. Aber wie gesagt, auf dem Platz ist alles möglich. Ne? Ja, wobei man ja ein Kompliment machen muss, denn mit 10 Mann so lange so gut durchzuhalten, ist ja doch erstaunlich. Ja, und vor allem dann auch noch die besseren Chancen rauszuspielen, das war schon super. Ich meine, das spricht für die Moral und die Situation, in der die Mannschaft auch jetzt ist. Wissen Sie denn, wer jetzt vorgesehen ist als Elfmeterschütze? Nee, also es werden sich schon 5 finden, aber ich wäre normal dabei gewesen, aber ich meine, es werden schon 5 finden. Wir haben in Augsburg auch, hat es ja auch geklappt, vielleicht klappt es auch heute. Der Trainer hatte vor dem Spiel gesagt, also ich habe nichts festgelegt, die sollen das selber entscheiden. Es ist ja oft so, dass sich einer vorher bekennt und nachher dann seine Sachen packt. Ja, das hängt auch manchmal vom Spiel ab, wie es bei ihm gelaufen ist. Und dann kommt der Moment, wo er sich gut fühlt. Das muss noch nicht mal einer sein, der sonst immer schießt, sondern da fühlt sich einer gut, wie der Paul Breitner, 74, hat das Ding nochmal reingehauen. Wer sind die sichersten Elfmeterschützen nach Ihrer Einschätzung? Ja gut, der Martin Kreh, weil er schießt sehr, sehr fest. Er sucht also nicht die Ecke. Andreas Thom, Franco Foda sind eigentlich die Leute. Aber das sind eigentlich meistens nicht immer die großen Namen, die dann so sicher sind. Ich habe hier den Trainer, Dragoslav Stepanovic. Vor dem Spiel haben wir darüber gesprochen und du hast gesagt, nee, ich lege nichts fest. Das ist oft so. Erst einer sagt, einer, komm, ich mach's und dann macht das nicht. Ja, das stimmt so und wir haben ja 5 gefunden. Wen haben wir denn gefunden? Foda, Sergio, Happal, Thom und noch eine. Kirsten vielleicht? Nee, Kirsten nicht. Christian Wörns. Wörns. Ja. Ja, ich habe gerade mit Bernd Schuster schon drüber gesprochen. Es ist erstaunlich gut gelaufen mit 10 Mann über so lange Strecke. Bereits 1:0 geführt, es schien bereits alles im Sack zu sein. Und dann ja, also ich bin der Meinung, dass die Mannschaft das gezeigt hat, was wir in letzter Woche gespielt und gezeigt haben. Also eine Geschlossenheit und haben sie heute aus Trotz, sage ich mal, mit 10 Leuten das erreicht, was wir nach dem Ausfall von Bernd Schuster erreichen wollten. Zum Elfmeterschießen. Aber war nicht leicht, aber ich bin sehr, sehr, sehr froh darüber, dass man so gut gekämpft hat und das zum Elfmeterschießen erreicht hat. Habt ihr das gesehen von der Bank, wie das war mit der roten Karte da für Bernd Schuster? Nee, aber was interessiert mich jetzt? Ist schon passiert und was soll ich ja noch mal gucken? Nee. Ist denn das System, das ihr euch vorgenommen hattet, wir haben ja lange vor dem Spiel ein bisschen darüber diskutieren können, ist kaputt gegangen? Ist kaputt gegangen und das ist das Ganze, was man alles vorbereitet vorm Spiel, durch so einen Vorfall oder Fall, also geht alles also in andere Richtung, wo man nicht will. Aber trotzdem, ich bin sehr zufrieden, dass die also so gekämpft haben. Danke, jetzt schauen wir Elfmeterschießen. Ja, wer genau hinhört, hört natürlich raus, wie es in einem Trainer dann kocht, wenn eine Unbeherrschtheit wirklich das mühsam und sorgfältig vorbereitete System sprengt. Und ganz recht möchte ich Bernd Schuster nicht geben. Also ich fand, der Schiedsrichter hat hier Hartmut Strampe gut gepfiffen, hat kaum gravierende Fehler gemacht. Und jetzt schreiten wir also zum Unvermeidlichen. Lassen Sie uns nicht lange darüber philosophieren, ob das gerecht ist nach 120 Minuten, dass dann Elfmeter geschossen werden oder nicht. Das ist wurscht, irgendeine Entscheidung und irgendwie muss sie fallen, bevor die Leute hier erfrieren. Also, als erstes heißt das Duell Sergio gegen Tscherchesow.
Der Brasilianer, der Torschütze zum 1:0 vorhin für die Leverkusener. Und der Griff wieder. Einigen wir uns auf die Zählweise. Jetzt steht es 2:1. Zählen wir die Tore von vorhin einfach mit. So, jetzt kommt als nächster Detlef Schössler. Erinnern wir uns dran, Vollborn hielt 3 Elfmeter in Augsburg. Er brachte Leverkusen hier ins Viertelfinale. Und da war er mit den Fingern dran. 2:2. Schönen Schnappschuss wieder gekriegt haben, der Fotograf hinter Vollborn. Also, Franco Foda, der Kapitän. Kurz und schmerzlos, 3:2. Olaf Marschall naht. Wer trifft, tut eigentlich nur seine Pflicht. Der Torhüter, der Held, wird zum Helden. Der Schütze, der verschießt, wird zur tragischen Figur. Marschall ist es nicht. 3:3. Angefangen haben wir hier so kurz nach 8. Jetzt ist es 10:55. Also genau 2,5 Stunden dauert die Veranstaltung und wir sind so schlau als wie zuvor unentschieden. Pavel Hapal gegen Tscherchesow. Was immer in seinem Kopf da vorgegangen sein mag. So kann man einen Elfmeter nicht schießen. Natürlich kann man, wir haben es gerade gesehen. Was fange ich hier oben an zu richten? Ja, was wird es gewesen sein? Wird er überlegt haben? Wird er geguckt haben, bewegt sich der Torhüter? Hat er sich dann dahin bewegt, wo es ihm nicht gefiel? Wollte er zaubern? Wollte er berühmt werden? Noch berühmter? Was auch immer. Und des einen Pech ist des anderen Glück. Mauksch. Und jetzt führt Dynamo mit 4:3. Panenka traf 76 im EM-Endspiel, Sie erinnern sich vielleicht. Aber gucken wir nicht so tief ins Archiv. Jetzt erstmal Christian Berns. Vier zu vier. Aber um einen Ausdruck aus dem Tennis zu gebrauchen, Dynamo ein Mini-Break vor. Kmetsch für mich heute bester Spieler von Dynamo und auch bester Spieler auf dem Platz. Es gibt keine Abstriche zu machen an seiner Leistung. 5:4. Andreas Thom, der Nächste jetzt, sollte er nicht treffen, ist es gelaufen. Thom
So, jetzt 5:5. Und die Entscheidung auf dem Fuß hat der Routinier, der Älteste, hat Hans-Uwe Pilz. 35 Mal hat er für die DDR international gespielt. Der Libero, waschechter Sachse. Er kann Dresden glücklich machen und Happal todunglücklich. Dynamo Dresden ist im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Titelverteidiger ist ausgeschieden. Präsident Otto jubelt, die Massen toben. Um Happal kümmert sich hier im Mittelkreis Wörns. Der Höhenflug der Sachsen hält an. Bild. Yes. Der Mannschaftskapitän. So was wie der Kapitän, finde ich, da hinten drin in der Abwehr. Sie haben einen fabelhaften Libero gespielt und haben jetzt noch den entscheidenden Elfmeter untergebracht. Na gut, entscheidend war, dass er Stanislav den Elfmeter erstmal gehalten hat und nicht schon in die Gelegenheit kam, überhaupt erstmal den Elfmeter-Tor wandeln. Aber ich glaube, es war Trans Dresden eine super Sache, das Halbfinale zu erreichen. Ja, ihr habt ja fabelhaftes Spiel gemacht, über weite Strecken, über mehr als eine Stunde das Spiel bestimmt. Da hätte schon einiges klar sein können. Ja gut, man muss es sehen. Die Leverkusen haben mit 10 Mann gespielt, haben die Verlängerung erreicht. Und auch den Leverkusen gilt eigentlich ein Kompliment, weil sie sich wirklich so gut wie möglich so verkauft haben. Danke, alles Gute. So, hier ist, geht jetzt alles drunter und drüber, das ist klar. Siegfried Held hätten wir noch gern gehabt, aber der ist schon in der Kabine. Ich weiß nicht, ob wir die Gelegenheit haben. Wir gehen jetzt erstmal nach Freiburg, SC Freiburg gegen Tennis Borussia Berlin. Bela Reti ist der Reporter und anschließend macht Wolf-Dieter Poschmann die Auslosung. Wir sind dann später wieder hier. Gestern war der Jubel groß, das ist klar, aber alle, die hier jetzt noch stehen, hunderte von begeisterten Fans, sind jetzt ganz friedlich, haben atemlos die Auslosung verfolgt. Und wir haben den Trainer inzwischen bei uns, der eben in die Kabine gesaust ist zu seiner Mannschaft, ist ja klar. Machen wir einen Moment Pause mit dem Schal. Siegfried Held, ein Wort zum Spiel und ein Wort zur Auslosung. Ja, ich bin natürlich froh, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Das Spiel stand auf das Messer Schneider und wenn man nach Elfmeterschießen gewinnt, gut, dann hat man auch das Quäntchen Glück gehabt. Los, gut, es hätte sicher besser kommen können, aber wir müssen zufrieden sein. Dynamo Dresden darf zu Hause spielen. Wer ist Ihnen denn lieber, Werder Bremen oder Kaiserslautern? Ja, lieber wären wir Tennis Borussia oder Essen zu Hause gewesen. Der Mannschaftskapitän mit Binde diesmal, ich habe eben zu Hans-Uwe Pilz gesagt, er war heute für mich der Kapitän da hinten als Libero. Sie sind also der, der die Binde trägt. Für Sie sicher einer der schönsten Tage in Ihrem Fußballspielerleben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ins Halbfinale des Pokals zu kommen. Aber wir wollen uns damit nicht zufrieden geben, dadurch, dass wir jetzt wieder ein Heimspiel haben gegen eine renommierte Mannschaft. Aber zu Hause können wir jeden schlagen. Da wollen wir auch noch ins Endspiel kommen, natürlich. Wen würden Sie gerne schlagen von den beiden, die da in Frage kommen? Ach, das ist Spekulation. Also ich glaube, dass beide Zuschauermagneten sind und wie gesagt, zu Hause. Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert, Siegfried, dass heute nicht das Stadion rammelvoll war nach dem großartigen Spiel gegen Bayern München. Es waren also an die 16.000, 17.000 da, 30 passen rein. Ja, wir haben natürlich in letzter Zeit eine Menge Heimspiele gehabt und ich glaube, dass das auch sicher eine Rolle spielt, zu dem unfreundlichen Wetter noch was obendrein ist. Ich bedanke mich und jetzt haben wir noch für alle, die jetzt noch ein bisschen Geduld haben und noch etwas Ruhe wahren können, ein Gespräch mit Christoph Daum, der heute das Handtuch geworfen hat. Siegfried Held, jetzt nochmal Detlef, herzlichen Dank, alles Gute. Ja. So, pass auf, jetzt müsst ihr nochmal friedlich. Hört mal, wir haben Christoph Daum, ich